so klar ist, das ist ein Thema. Und zwar geht es um den Reinigungsprozess und auch, wenn man eine Ernährungsumstellung macht, wie tiefgreifend dieser Prozess eigentlich ist und wie auch diese Ebenen dabei verknüpft sind. Also mir war das selber nicht bewusst, gerade auch, ja, als ich das erste Mal da in der Ernährungsumstellung rein bin und dachte, ich mache da ein bisschen was für meine Gesundheit, für den Körper. Da habe ich überhaupt nicht das Ausmaß verstanden und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie diese Ebenen auch verknüpft sind, dass die Psyche mit dem Körper wieder verbunden ist und auch den Emotionen und wie auch die Ernährung dann im Endeffekt meine Stimmung beeinflusst. Viele kennen es ja sogar schon, wenn sie Liebeskummer haben, auch wenn Emotionen eben da sind, dass sie dann gerne mal zur Schokolade greifen oder dass, wenn man frustriert ist, dieses Frustessen, was es häufig gibt, dass es da eben auch mit der Ernährung verknüpft ist. Und so sind eben alle Ebenen verknüpft und man kann da von allen Punkten rangehen und es ist immer wichtig, das ganzheitlich wirklich zu machen. Und wie das Ganze genau abläuft, kann man eben lernen, wenn man diese eigenen Erfahrungen am eigenen Leib macht, am eigenen Körper. Und es ist super spannend und man merkt erst wirklich im Laufe der Wochen, Monate und dann Jahre, wie das immer feiner wird, immer weitergeht und man sich da immer weiterentwickelt und ein immer besseres Körpergefühl auch entwickelt und sich da Möglichkeiten auftun, die man sich gar nicht hätte vorstellen können, dass Symptome, die man hatte, irgendwelche Krücken im Äußeren, seien selbst sowas wie Sehhilfen und all diese Krankheiten auch wieder regeneriert werden können. Genau. Also das ist das, was ich gesehen habe. Ja, und es ist unglaublich spannend zu sehen, was da eigentlich möglich ist, wie auch Erinnerungen wieder hochkommen und selbst aus der Vergangenheit, Kindheit, wie weit das zurückreicht und auch diese Emotionen, was man damals gefühlt hat, wie das wieder auftaucht, Dinge, die man vielleicht damals noch gar nicht anschauen wollte, Ängste, die verarbeitet werden können dadurch endlich. Und so kann man die Ernährung, die körperliche Reinigung und ja, Atemübungen, eben dieses ganzheitliche Konzept wirklich nutzen, um eine ganz andere Stimmung, ganz andere Emotionen, ganz anderes Lebensgefühl zu kommen und immer mehr das Lebensglück einfach wieder zu spüren. Immer wacher, fitter, klarer zu sein. Und das ist so unglaublich spannend. Also, wenn du das selber bei manchen Punkten noch hakst, was die Ernährung anbelangt, so eine Umstellung, und nicht weißt, wie du es handeln sollst, dann schreib mir auch gerne mal eine Nachricht. Einfach hier auf Facebook. Ja, und dann freue ich mich, von dir zu hören. Und dir wünsche ich heute noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis dann. Ciao.